zeigt uns bereits den Weg zu raffinierteren Methoden. Wie Blätter erzeugen auch Solarzellen Energie aus Sonnenlicht. Und wie man das in Zukunft noch besser machen könnte, verrät ein genauer Blick auf die natürlichen Vorbilder. Für die maximale Ausbeute muss eine Solarzelle so viel Licht wie möglich aufnehmen. Vor genau demselben Problem stehen Tiere, die bei wenig Licht so viel wie möglich sehen müssen. Die Augen eines Nachtfalters müssen die kleinsten Restlichtmengen verwenden, um kollisionsfrei durch die Nacht zu navigieren. Über ihren Augen befindet sich eine Art Entspiegelungsschicht. In 25.000-facher Vergrößerung werden winzige Noppen auf der Augenoberfläche erkennbar. Sie sind so angeordnet, dass Licht nicht zurückgeworfen wird, sondern in vollem Umfang auf das Auge wirken kann. Entscheidend ist dabei der Abstand zwischen den Noppen im 100.000stel Millimeterformat. Ein verblüffendes Beispiel für die Präzision der natürlichen Nanotechnologie. Inzwischen tastet sich die Technik schon ziemlich nahe an das natürliche Vorbild heran. Die Experten vom Fraunhofer-Institut in Freiburg haben dafür ein komplett neues Verfahren entwickelt. Ein Glasträger wird mit einer lichtempfindlichen Schicht überzogen. Zwei Laser überlagern einander, um ein absolut präzises Muster zu erzeugen. Wäscht man die Beschichtung wieder ab, bleiben nur die unbelichteten Stellen. Sie bilden eine Oberflächenstruktur, die genauso funktioniert wie das Nachtfalterauge und extrem wenig Licht reflektiert. Der Unterschied ist verblüffend. Die Hälfte des Monitors ist mit einer herkömmlichen Oberfläche bedeckt. Die andere mit der Nachtfalterentspiegelung. Besonders aus flachen Betrachtungswinkeln zeigt sich, wie die entspiegelte Seite rechts die Lichtreflexionen schluckt. Diese Technologie funktioniert auch bei Solarzellen und erhöht den Anteil der aufgenommenen Sonnenenergie. Aber diese der Natur abgeschaute Technik wird mit einem weiteren Blick in das Labor der Evolution noch effizienter.